Ich bin ein langweiliger Mensch, deswegen müsst ihr mir Fragen stellen, damit das Ganze hier ein bisschen unterhaltsam wird. Mach mal eine Grimasse bitte. Wie macht man Grimasse? Oh, das sah so cringe aus. Was ist deine Bubble Tea Sorte? Apfel Eistee ohne Zucker, weniger Eis und mit Tapioca liebe ich, aber momentan im Winter mag ich sehr gerne Brown Sugar Creme Brûlée warm. Was benutzt du für Produkte? Die von Yepoda. Die habe ich euch ja schon öfter gezeigt. Hier. Ich hätte es auch längst schon abwaschen können. Ich reibe mir das hier dann ganz hart nur im Gesicht rum. Wer setzt sich auf mich? Okay. Alles klar? Ich suche jetzt weiter nach. Okay, Tim, mach mal. Du hast noch gar nicht gesucht. Ich habe die ganze Zeit gesucht. Aber ist schon eine gute Option. Oder? Das, was ich rausgefunden habe. Ach so, und Tim, das sage ich dir später. Ist egal. Oh Gott. Ich weiß von nichts. Leute, ihr übertreibt. Bitte stellt mir einfach irgendwelche Fragen. Please mach YouTube. Oh mein Gott, das mache ich. Habt ihr YouTube-Video-Ideen? Also was soll ich machen? Weil ich würde eigentlich voll gerne Vlogs machen. Aber Vlogs ist jetzt halt im Moment schwierig. Ne? Wir wissen ja alle warum. Ich habe ja auch schon Hate dafür bekommen, dass ich mich mit Jenny getroffen habe heute. Obwohl zwei Personen erlaubt sind und Jenny in Berlin wohnt. Wie geht's dir so? Mir geht's besser. Die letzten Tage war wirklich so, keine Ahnung, war schwierig. Es ging mir nicht schlecht, aber es war nur so irgendwie alles lustlos und irgendwie in so einer schweren, alles war schwierig. Wisst ihr, alles, einfach alles hat auf mich gedrückt und ich hatte keine Lust drauf. Deswegen habe ich es gelassen. Genau. Maxim, du bist auch drin. Deine Frage verstehe ich nicht ganz. Gibt es auch noch amerikanische Süßigkeiten probieren? Ich will ab morgen eine Diät anfangen und dann wollt ihr mir sagen, ich soll amerikanische Süßigkeiten probieren. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Vor allem, es gibt jetzt in Berlin so einen richtig geilen Laden. Das habe ich aber auch nur auf TikTok gesehen, dass es da auch so amerikanische Süßigkeiten gibt, wie der in Köln. Und ich will da unbedingt hin, aber morgen. Morgen mache ich wieder Diät. Mache ich wirklich, diesmal wirklich. Weil morgen ist Montag, morgen ist die erste Woche des Jahres. Ich habe ab morgen wirklich keine Ausreden mehr. Deswegen. Heute hatte ich noch ordentlich Ausreden im Sinne von, heute ist Sonntag, an einem Sontag fängt man nicht an, naja, was auch immer. Bist du mit 29 Tim zusammen? Ich kenne keinen 29 Tim. Wie alt bist du? Ich bin, Tim, kannst du aufhören, das zu spammen? Ich bin 19. Ich werde dieses Jahr einfach 20. Boah, ich bin so alt. Fängst du bei Tag 1 morgen einfach... Ja, ich fange bei Tag 1 an, weil ich habe jetzt schon richtig lange Pause gemacht. Also ich habe jetzt 4 Tage Pause gemacht und das ist zu lang, um einfach weiterzumachen. Deswegen fange ich wieder bei Tag 1 an und ziehe dann aber richtig durch. Du hast die ganze Zeit für die Nägel bestellt. Ist das schon angekommen? Nee, ist noch nicht angekommen. Es müsste morgen ankommen und ich glaube, dann mache ich die morgen auch direkt, weil so sehen die gerade aus. Leute, einfach meine Finger ohne Nägel sind halt so dick. Sind halt solche Wurstfinger. Ja, ist nicht so. Geh mal mit Tim live. Tim, willst du mit live kommen? Ich mach aber nicht mehr lange. Warte. Ich schau kurz. Diana, sind du und Tim verheiratet? Oh shit, jetzt habe ich die Ringe nicht mehr an. Ich hatte gerade noch meine Ringe an. Würde ich sagen, ist schwierig, ne? Ne? Aber Tim und ich haben eh schon beschlossen zu heiraten. In Las Vegas. Sorry, Leute.
Finde ich gerade lustig. Ja. Bekomme ich ein Hey, hi. Diana, kennst du mein was? Insta spackt, glaube ich, manchmal. Diana, wie heiß ich? Warum wollt ihr alle wissen, wie ihr heißt? Warum wisst ihr nicht, wie ihr heißt? Diana, Tim sind eh safe zusammen. Also ich weiß von nichts. Wenn ihr Tim fragt, sind wir Kollegen. Hi, du, kriege ich ein Hey? Nein, so kleine Menschen wie du kriegen kein Hey. Oh mein Gott, das war halt so gemein. Das war so gemein, es tut mir leid. Hi, Son. Leute, könnt ihr mir mal bitte richtige Fragen stellen? Gibt's hier bei diesem Fragensticker? Oh, hier sind sogar Fragen. Ich glaube, ihr könnt mich sogar nochmal weitersehen, aber ich sehe mich gerade selbst nicht. Ach so, nee, das sind Antworten auf meine Fragesticker. Ja, okay. Hat das jemand aufgenommen? Safe hat das irgendwer aufgenommen. Lena spätestens. Wenn du gleich auf bist, spam ich. Oh Gott. Weißt du schon, was für Nägel? Ich mache erstmal, glaube ich, Basic, weil was Besseres kriege ich selbst nicht hin, weil ich ja das selber mache und ich muss ja erstmal es irgendwie überhaupt auf die Reihe kriegen. So, ich weiß gar nicht, wie ihr euch das vorstellt, weil ich habe ein bisschen Angst, dass das dann am Ende scheiße aussieht und die mir nach 2 Tagen abbrechen, weil wenn die mir abbrechen, dann haben wir alle ein Problem, weil dann bin ich mad und dann muss ich meine Freundin wieder fragen, ob sie mir die macht, aber ich will meiner Freundin nicht auf die Eier gehen. Wieso hast du Tim gestern nicht geantwortet? Ich habe Tim nicht geantwortet. Tim hat mir nicht geantwortet. Tim ist frech. Oh. So. Routine fast fertig. Bist du Russin? Ja. Machst du eine Ausbildung? Nein. Ich studiere. Noch studiere ich. Soll ich? Was sollst du, Jenny? Einfach, ja, einfach machen, Jenny. Einfach machen, Jenny. Einfach machen. Schick mir bitte die Aufnahme, wenn du, wie sie mich disst. Hol Jenny rein. Was? Ich soll Jenny reinholen? Okay, warte kurz. Warte, meine Hände sind nass. Gib mir eine Sekunde. Ich habe halt auch keine Hose an. Das juckt mich aber auch nicht, ne? Oh. Diana hat auch Angst vor mir, ja. Das ist ein Fact. Wen sollte ich jetzt mit reinholen? Jenny? Ich glaube, Jenny ist gar nicht mehr hier drin. Ja, danke, Jenny. You wish. Anyways. Ich bin hier jetzt ready. Ich habe überlegt, noch eine Maske zu machen, aber ich habe... Nee, ich habe keine Lust. I ain't got no Lust. So. Übrigens, wo ist der Bademantel? Ich trage zu Hause keinen Bademantel. Nur Tim macht das. Oder ich klaue einen aus dem Hotel. Nick, du weißt Bescheid. So. Hol Tim rein. Ich glaube, Tim ist gar nicht mehr drin. Tim ist auch nicht mehr drin. Der ist rausgegangen. So. Jetzt habe ich auch Angst vor dir. Ja. Passiert. Kannst du mit Tim live gehen? Tim ist immer noch nicht hier drin, also nicht mehr. Oh, mein Gesicht ist nass. So, dann Son. Schauen wir mal, ob Son noch drin ist. Nee, Son ist auch nicht mehr drin. Also steht bei mir. Julia! Oh, Son ist doch noch drin. Son, willst du... Hä, aber bei mir... wenn ich dich reinnehmen will, stehst du bei mir dann nicht. Okay, that's weird. Egal, Leute, ich bin eh nur noch 5 Minuten online. Ich mache nur noch meine... Routiner.
Was ist meine Rotavita? Wartet. Ah, hier. Dieses Serum. Oh mein Gott, ich darf euch das noch gar nicht zeigen. Oh, das ist so nervig. Aber ich habe schon so viel davon benutzt. Ich liebe es. Aber ich darf es euch noch nicht zeigen. Deswegen werde ich es euch noch nicht zeigen. Aber wirklich, ich schwöre auf dieses Serum. Ich benutze es wirklich, ich glaube, mehrmals täglich. Also morgens und abends halt. Morgen- und Abendroutine. Aber, ja. Diana, was hältst du von der Influencer-Silvester-Party? Ist nicht meine Sache. Ich habe dazu nichts zu sagen. Diana, ich war in Berlin und habe dich gesehen, aber mich nicht getraut. Oh Mann, no, ich beiße nicht, Leute. Ich beiße wirklich nicht. Auch wenn ich mad aussehe. Wartet. Ich zeig's euch kurz. Wartet. Ich zeig's euch. Wenn ich so hier aussehe. Das ist mein neutrales Gesicht, okay? Ich bin auf niemanden böse. Ich bin nicht mad. Ich bin nicht schlecht gelaunt. Das ist einfach nur mein neutrales Gesicht. Neutral. Und ich kann nichts dafür. Es tut mir leid. Und ihr könnt mich bitte wirklich immer ansprechen. Mit 1,5 Meter Abstand und Maske. Dann geht das auf jeden Fall. An die Corona-Regeln halten natürlich. Aber wir können trotzdem voll gerne ein Bild machen. Tim? Ich schmeiß dich gleich aus meinem Livestream raus. Du bist so gemein zu mir. Wirklich. Kannst du aufhören, hier überhaupt irgendwas reinzuschreiben? Dich will keiner hier haben. Geh weg. Du bist gemein. Und dann sagst du mir, ich war gemein zu dir heute. Das ist halt so gelogen. Diana, was ist deine Bildschirmzeit? Meine Bildschirmzeit ist so ziemlich dieselbe Zeit, wie ich wach bin. Ich bin halt wirklich die ganze Zeit am Handy. Ich leg's keine Sekunde aus der Hand. Höchstens mal für 2 Minuten. Ich bin wirklich handysüchtig. Kann ich bestätigen. Diana ist voll lieb. Danke, Nessa. Danke. Tim ist nicht so lieb. Und er ist gemein zu mir. Nimm Tim bitte rein. Nö, ich mag ihn nicht mehr. Er war gemein zu mir. No, jetzt habe ich einen Step vergessen. Ich musste erst das hier drauf machen. Jetzt habe ich das vergessen. Na toll. Ach, egal. Egal, okay, egal. Dann überspringen wir heute den Step. So, wenn das hier jetzt auch irgendwann getrocknet ist in meiner Fresse. Wo ist mein Fächer? Bin ich die Einzige, die immer so Fächer benutzt? Aber wo ist... Ach, ich benutze immer diesen Fächer, wenn ich meine Abend- oder Morgenroutine mache. Damit die Creme schneller trocknet. Love it. Ich muss mir aber einen neuen kaufen, der ist... Burschen Cup Horch. Fein, der Frosch fliegt aus Haus. Frosch fliegt von Haus, Tim. Erstens und zweitens, brüllender Frosch. Ja, Tim. Verdient. Außerdem heißt der Frosch Pepe und du hast keine Ahnung von Memes. Spielst du Hide Day? Nee. Natürlich nicht. Keine Ahnung, was das ist. Wie war dein Silvester? Fragt Nick. Mein Silvester war okay. Ich habe mich gut betrunken. Deswegen habe ich mich auch nicht gemeldet. ja. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das war's auch schon. Mein Bruder verträgt echt viel, müsst ihr wissen. Aber irgendwann war auch er am Ende. Roomtour. Da ist mein Schrank. Das ist mein Stuhl und da ist mein Fenster. Genau. Ja, das war's. Safe, so sah meins auch aus. Hi, Luisa. Lena, wenn ich dich jetzt live nehme, bin ich für eine weitere Stunde live. Das geht nicht. Ich gehe gleich offline. Brüllender Frosch. Ey, ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber Tim und ich senden halt immer Sticker. Und generell benutze ich richtig viele Sticker. Und das meint er mit dem Sternchen da. Tim rein, please. Das ist ja traurig. Ich glaube, Tim kommt ganz gut damit klar. Dass ich ihn nicht mit live nehme. Was mit deinem Nagel passiert? Abgebrochen und naja, okay, ich habe ihn abgerissen. Und ich werde den hier wahrscheinlich auch abreißen, weil der eingerissen ist.
Oder ich schneide ihn mir ab. Mal schauen. Ich überleg's mir. Okay. Wohnst du noch bei deinen Eltern? Ja, aber tatsächlich nicht mehr lange. Oh, jetzt habe ich ein bisschen gespoilert. Egal, nicht schlimm. Aber ich erzähle es euch sobald es soweit ist. Ich freue mich auf jeden Fall. Dieses Jahr habe ich einiges vor. Hol Lena rein, dann muss sie mich aber grüßen. Leon, ich kann dich auch grüßen. Zieh mit Tim zusammen. Leute, übertreib doch. Hau rein, Nick. Okay, Leute, ich hau jetzt auch rein. Meine Hände kleben von der Creme. Muss die gleich mal kurz waschen. Warte, was? Wartet. Ich ziehe dieses Jahr auf jeden Fall aus, weil ich bin 19, fast 20, wird auch langsam Zeit, finde ich. Also für mich persönlich. Ich wollte auch schon vor 2 Jahren ausziehen. Also vor 2 Jahren hatte ich aber nicht die finanziellen Mittel dafür. Jetzt schon. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Love it. So. Dann danke an alle, die da waren. Ich verstehe auch immer noch nicht, warum das so viele waren. Wünsche euch einen schönen Abend und hoffe, ihr hattet einen tollen Tag. Kuss. Oh, das war so cringe.